Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 2. Wir sind kurz vor Sanctuary. Roberts tolle Granaten, jetzt machen sie Feuerwerk. Die waren nämlich davor hinter dieser tollen Säule gewesen, hat sehr viel gebracht. Wir sind dabei, den Wächter am Tor anzusprechen und ich schlage vor, bevor wir hier uns die Beine in den Bauch stehen, gehen wir da auch hin, oder? Ah. Aufpassen, Leute! Jetzt achtet mal auf das Schiff da oben. Das sieht geil aus von hier. Oh. Ui. Ui. Es schießt. Es schießt. Und am Schutzschild prallt es ab. Ja. Du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Scheiße. Doch, du. Ich meine, Mist. Roland braucht deine Hilfe. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Finde bitte heraus, wo Roland ist. Sanctuary. Er baut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dahl Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Angel. Hast du gesagt, dass die echt heiß ist? Deswegen. Sag ich in jeder Folge. Kacke. Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass. Dem passiert. Moment! Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants! Du bist kein Hyperion-Roboter! Du bist ein Kammerjäger! SMG. Das ist sowas wie ein Einhorn! Captain Obvious! Ja klar, wir sind ein Einhorn. Gucken, was es hier Schönes zu looten gibt. In der Waschmaschine. So. Logisch. Gewaschenes Geld bestimmt. Aha, dann wird alles klar, kommt nicht an. Bestimmt sauberer Schuss. Ah, der hat schön viel Kohle hier rumliegen, ne? Die wir natürlich alle abnehmen. Na klar. Was hast du gedacht? Liegt rum, also wir sind nett und freundlich und. Wir räumen nur auf. Oh! Danke! Was? Keine Ahnung, der hat mir was gegeben gerade. Hast du das über mich gesagt? What the fuck? Wenn wir uns später mal in der Stadt sehen, habe ich vielleicht wieder was für dich. Geld? Ich habe gerade eine Pistole gegeben, eine ziemlich gute sogar. Okay. Huch! Mission erfüllt, Straße nach Sanctuary, okay. Aber wer macht das hübscheste Geräusch? Ach, tatsächlich. Nehmen wir denn? Dann nehme ich. Nehme ich die Boss Riffle, die ist cool. Achso, ja, das war ja das, was vorne war. Weg? Wie? Wie denn das? Ist cool. Ach, gefällt mir. So, wir reden mal mit Scooter. Was da? Hilfst du uns bei der Sache mit Roland? Ich hab gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. B, ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Yay, Iridium. Ich meine, wie riesig das ist, ne? Alter, wie viel hat der davon? Im Iridium. Ja, cool, krieg ich hin. Haben wir eine Treibstoffzelle? Ja, was da oben? Die zweite ist hier oben. Die ist upstairs. Ja. Okay, gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ridrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen was? Wagen. Einfach so. Mit einer Gabel. Warum nicht? Leicht crazy. Seltsame Diät, aber okay. Banditen von Sanctuary. Wie würde ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen? Und wir haben drei Waffenslots, oder? Nee, dann nicht. Sah nur so aus. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist. Oh, wir hast mal gerade reinmarschiert? Ich will eure Babys fressen. Ich. Tja, das piekst jetzt ein bisschen.
Dr. Zetz. Dono. Gehen wir mal rein. Ich wusste nicht, dass da was getriggert wird. What the fuck? Oh. OP-Patient. Oh, der sieht nicht gesund aus. Jetzt sieht er noch weniger gesund aus. Zeig. Kann ich den töten? Nö. Schade. Reden wir mal mit dem. Hier ist ein Kommandomod. Einkaufen. Ah, was ist denn das? Pass auf dich auf. Geil. Kommandomod? Wie? Ups! Radieren. Scheiße! Oh, sorry. Falsche Taste. Los, wieder ran an den Speck! Oh, du steckst ein. Du bist zu gütig. Danke. Gib deine Spenderorgane bitte. Ich geh es einkaufen, okay. So. Radier Klassenmod. Ein Klassenmod für Kommando. Okay. Ein Sirene-Mod. Nein, noch nicht. Nein, müssen wir woanders mal gucken, vielleicht. Da wird sich bestimmt irgendwann mal was finden. Machen wir jetzt eigentlich die Hauptquest weiter oder nehmen wir mal ein paar Nebenquests an? Wir können doch mal ein paar Nebenquests annehmen. Was soll ich sagen denn? Mein Gott. Uns treibt ja nichts. Hey, hier ist ein Echo. Vorschlagen, aber kann man nicht, wir können doch erstmal hier alles erkunden, weil hier sind ja auch die. Hier ist ein Skill-Teil. Warte mal, warte. Hier ist eine Sirene-Anpassung. Das hab ich gesucht. Ja, warte, erst. Immer eine Freude, dein Geld anzunehmen. So. Gill, ich nehme mich auf. Dings. Nein, das legen wir nicht rein. So. So. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zu Markus Munition. Boah, die Turtle Shields sind auch schon geil, Mann. Hey, Markus! Kriege ich bitte mein Geld zurück? Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch! Kein Zock! <kein Zock. lacht> Geil. Komm vorbei! Ich hab Arbeit! Hier ist eine Stellreisestation. Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan-Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Machen wir später, Markus. Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen wir es erstmal mit der Feuerwaffe, hä? Erstmal die Quests annehmen, alle. Geh schon mal hier in den nächsten Laden. Ja, zum Moxis, ne? Hi, Moxie. Oh, hier ist Hammerlock. Wie schön, dich wiederzusehen. Diese Nachricht geht an alle Crimson Raiders in der Gegend. Vier als Banditen getarnte Hyperion-Spione haben es auf Sanctuary abgesehen. Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spürt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Ich hab die Schlüsselkiste gefunden, ganz nebenbei. So, stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimon-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Wirst du nicht finden. Oh, doch, so. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Auswahl jetzt an Missionen. Angenommen eigentlich? Ja, angenommen sind jetzt erstmal alle. Organische Auf- Können wir uns aussuchen, was wir machen? Oh mein Gott. Ich glaube, das einfachste und schnellste ist, glaube ich, die unten bei Markus. Ich würde eher sagen, das war... Oder? Ah doch, komm, Markus, machen wir das erst. Das ist direkt ein Sanctuary. Können wir machen, aber davor habe ich noch ein Echo-Gerät, wartet. Lance-Männer, Achtung. Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Hier liegen ein paar davon rum, siehst du. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl habt. Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch. Aber gegen Schilde taugen sie nichts. Zur Hölle mit euch, Banditen! Jetzt grill das in Steige Feuer auf. Und Fleisch. Diese Kombination. Wollen wir mit dem nicht erstmal reden? So. Ah, einkaufen können wir schon noch, ja? Ich bitte dir, dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Oh, Kommandosanpassung, cool. Nur eine Frage der Zeit, bis Jack diesen Ort... Nimm das, Jack-Fan.
Ein paar satte Treffer mit einer Schrottwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den Kauf bereuen kannst. Version? Ja. Was noch? Ha? Panzerung. Panzerung. Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Sei denn, du hast warte, ich hab eine. Korrosionswaffe. Ja, man kriegt dir meine gestellt. Der gibt dir immer. Will ich mal. Man kriegt die auch nicht tot, ne? Ich muss gestehen, ich liebe Korrosionswaffen. Jetzt testen wir mal. Oh, Slag. Slag ist gut. Ja. Slag ist geil. Slag ist etwas komplizierter. Wenn du einen Feind slagst, verstärkt das alle Nicht-Slag-Schäden um einiges. Los, ja, dann slagge mal. Slagge diesen. Tot! Scheiße, der geht nicht tot. Der überlebt. Ah! Okay, ich glaube, ich habe jetzt mit Feuer mich eingewischt. Schaden solltest du auf eine andere Waffe wechseln, nachdem dein Feind gesleckt wurde. Na bitte. Ich habe keine Arbeit für dich. Komm später wieder. Ja, dann mach doch. Cool. Da siehst du, das war doch schon ein ganz guter Start hier. Herzlich willkommen, Kunde. Kannst du die Waffe nicht einfach schenken? Jetzt, wo wir sie getestet haben? Wäre zu einfach. So. Jetzt heißt's. Der verbrennt gerade ein bisschen. Der Rest ist etwas außerhalb, aber Plan B machen wir, glaube ich, zum Schluss, ist die Hauptmission. Ich würde erst Plan B machen. Erst Plan B? Die Hauptmission? Weil der Schwarzmarkt sonst nicht freigeschaltet wird. Ah, ja, stimmt. Den will ich wenigstens noch haben. Hast recht. Jungs, ich würde mich ganz nebenbei, bevor wir das machen, kommt mal zurück. Ich würde jetzt mal ganz kurz eine Kiste öffnen. Ja, und denn? Wollen wir mal gucken, was wir dabei rauskriegen? Ja, auf unserem Level 9, das lohnt sich, glaube ich, noch nicht so. Ich lohnt sich nicht, ich warte noch. Mach, was du willst. Ich hab genügend Schlüssel zur Verfügung. Okay. Aber oh, schöne Waffe, muss man zugeben. Eine Granate, das Ding nehme ich. Willst du die andere Level 9 Waffe. Die andere haben? Das ist dein Schlüssel. Kannst du ja, ihr könnt euch drum kloppen. Wer die andere. Das ist eine Pistole, warte mal. 44, ah, die ist gut. Ja, nehme ich sie, wenn sie keine haben will, oder? Yeah. Na, dann nimm sie, ich würde sie nur verkaufen. Ich meine, die erhöht Nahkampfschaden, ne? So, dann füllen wir mal einen ein. Und sagte, wir brauchen einen Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Wir führen einen ein? Ist echt eine Schande, er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne Marginal oder Anna? Das nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Aha, Ist sehr witzig. So, Paddy, na dann. Hier bebt's, Alter. Hat er heute zum Frühstück einen Clown gefressen, oder was? Kauf irgendwas, dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Erregung. So, was nehme ich zuerst? Das ist was für Clowns. Wo ist denn... Safe ablegen kannst du die Switch-Riffe. Rucksack. Dann stecke ich erstmal die Sniper und den Rucksack. Safe machen. Hätte gedacht, dass ich... Aber schön, dass ihr Iridium hattet ihr denn, bitteschön? 8? 8? Ich hatte nur 7? Meine Muckis. Hast du irgendwas vergessen aufzunehmen zwischendurch? Ja. Oh, gut, halt so, wo ist jetzt. Achso, einfügen, ja. Baue die dritte Treibstoffzelle ein. Patty, sag an, wenn du bereit bist. Ja, warte. Nehme mal, was ich nehme. Ach komm, SMG. So. So. Oh, ich habe das Mad Moxies gefunden. Da war ich schon längst. Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst. Denn diese Stadt hebt ab! Ja. Die schöne Sanctuary leuchtet. Oder auch nicht. Das erinnert mich irgendwie an Roberts Rechner. Roland wirklich finden. Aha. Weißt du was? Wir gehen zu Rolands Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Natürlich kommen wir erst jetzt darauf. Ja. Komm rein. Roland hat eine Nachricht für dich dagelassen. Warte mal. Hier war doch irgendwo noch... Ich hab sie. Du brauchst. Guck mal ganz kurz was, kleinen Moment.
war doch hier. Och. Was suchst du? Ja, hier war er. Claptrap. Ich wollte dir die Abkürzung nach Sanctuary zeigen, aber du bist weggelaufen. Außerdem muss ich sagen, dass mir ein beachtlicher Mangel an Willkommen zurück Claptrap-Plakaten aufgefallen ist. Naja, sie sind sicher nur noch nicht fertig mit dem Dekorieren. Keine neuen Missionen, sorry. Ah, schade. Ich habe keine neuen Jobs für dich. Schade. Ah, der Spruch war es jetzt wert. Ich hab nichts. Keine neuen Missionen, sorry. Okay, bei dem ist eine Platte kaputt, der sagt immer dasselbe. Irgendwann fängt die auch an zu rappen, ne? Wenn man ansieht, hört er auf irgendwie. War da nicht mal was? Ja, ich glaub schon. Man kann einschlagen bei ihm, wenn man ihn anspricht und dann, ne? Sowas halt. Na klar. Ich hab ein gutes Gefühl bei dir. Na, dann rauben wir hier mal die Bude aus, wa? Ui. Erstmal das Ausrauben hier. Danach können wir das Zeug aufnehmen, was wir brauchen. Oh, wer bist du denn? Ist, ich hab ja. Ein paar Fischer. Doch bist du. Alice. Du bist auf meine Hilfe angewiesen. Waffenkiste! 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 Ziehen! Ziehen! Geh auf, du Drecksding! Och man! Eine Dahlkiste! Warte mal, da guck mal nochmal nach. Ist hier irgendwo Strom? Das kommen wir später erst dran. Oh, cooles Konferenzzimmer. Yay, wir haben ein Speicherdeck für Waffen. Stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst... Hier spricht der Firehawk. Komm zum Frostburn Canyon oder Leute werden sterben. Ja, Hawk. Das sind Typ, ey. Firehawk. Ist das ein Massenmorden in Kopfgeldjäger? Oh, Kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Na, Quest. Zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Na dann, Clappy Trappy, was hast du für uns? Oh, wenn du willens bist, dir ein paar hundert Ärsche für ihn aufzureißen, hat Claptrap eine Überraschung für dich. Schau mir! Dein Meister befiehlt es dir! Nein, wir nehmen erstmal an. Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast okay. Du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Jetzt kommt. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gag. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Oh Gott, ey. Ah ja. Dieser Gag da, der interessiert mich, ehrlich gesagt. Oder wir finden einfach nur das Versteck. Der Weltenzerstörer. Ja, ne? Sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es jetzt enttarnt wird, was du dir verdient. Okay. Nun, safe. Ich hab grad gib mir die Flosse gemacht. Naja. Schaut ab. So. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Läuft jetzt die ganze Zeit so rum? Wir gehen mal zu Zed. Wenn du vorlebst, sehe ich zu, dass Zed. Es so bleibt. Halb tot? Ah, das kriege ich wieder hin. Du brauchst Kohle und ich brauch Dinge, über die ich nicht reden will. Reden Zed wir. Braucht 20 Milliliter Badesserigkeit, da fuck. Hey, ich... Hey! Rolands Jungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte. Es hat wohl seine Lunge getroffen. Der Knabe braucht dringend eine Operation. Komm her und hilf mir bei dem Eingriff. Also, nimm einen kleinen Keimschnitt direkt unter dem Brustbein vor. Aber sei vorsichtig. Nicht, dass du die Herzarterie erwischt. Ich habe das richtige Experiment dafür. Ich habe das Werkzeug. Iridium. Ein Stück Schön. Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich das noch sagen?
keine Snackreste. Du stirbst nicht heute. Du stirbst jeden Dieses Tag. Dieses Bruchstück ist Danke. Auf dem Schwarzmarkt nichts wert. Es ist noch nicht veredelt. Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen. Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen ihres tollen, echten Doktortitels nicht mal wieder zu fein dazu ist. Und wenn du Arbeit suchst, melde dich bei mir. Ich hab welche. Warte. Was hast du gesagt? Einen Sirenen-Klassen-Mod kannst du dir bei dem kaufen. Gott sei mein Zeuge. Eines Tages finde ich eine brauchbare Milz. Also, und Sirene, wir haben eine Sirene bei uns im Team. Bei Z direkt. Ja, bei Z direkt, genau. Ja, direkt bei dem. Ja. Das wird schon wieder. Vermutlich. Eben. Weißt du, was nicht so gut ist? Korrosionsschaden oder Schild? Ach nee. Komm, wir gehen mal zu Tennis, während Patty da sich eine Runde mit Z beschäftigt. Mit den letzten Buchstaben des Alphabets. Maximale Gesundheit, wie minus 45. Ih, scheiße. Ah. Ja, das war es aber nicht. Wie schon sagte Roland, jetzt wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen. Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator. Das Labor stinkt nach Speck. Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot. Wahnsinnig clever. Sprich mit Tannis. So, Tannis, komm mal her, meine Gute. Hier ist das Korrosionsding. Lass uns ein wenig Spaß haben. Tannis? 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 Tannis, wo ist sie denn? Aufschlag! Tannis, Erzer, wo ist die denn? Ach ja. Nach Stunden wissenschaftlicher Ergüsse, die du dir... Auch wieder, wenn du verarztet werden musst. Solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast. Glücklicherweise bin ich im Moment nicht auf deine Hilfe angewiesen. Lass sie doch mal ausreden immer, Robert. Hab ich nichts verstanden. Danke. Gleich angenommen, fertig. So. Und Zed hat dann eine Quest. Ja, die eine Mission nehmen wir jetzt hier noch an. Gucken, was Zed uns Schönes zu sagen hat. Und dann heißt es leider wieder finito. So, Zed, die Betty. Suchst du Arbeit? Ich hätte da was. Was macht ein Loch wie eine Kugel, ist aber keine Kugel? Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Also ich nicht. Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Naja. Okay, was das mit Doc Murphy auf sich hat und... Murphy? Ne, Mercy heißt Mercy. Dr. Mercy. Dr. Mercy und seine geheimnisvolle Megawaffe, die Löcher macht, aber keine Kugeln verwendet. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Robert hat sich ausgesperrt. Okay. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart hier bei Borderlands 2, unserem chaotischen Trio Chaos Ossis LP. Schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch, genauso wie ihr euch auf uns freut. Hoffen wir zumindest. Bis dann. Ciao. Ciao.